Ey Leute, ich check das nicht. Ich traue mich ja nicht, die Sicht in die Kamera zu halten. Ich habe den Fehler gefunden, aber ich kann das einfach nicht glauben, weil ich das nicht begreife. Also ich fange ja, muss ja, krieg ja hier schon Schnappatmung, wenn. Also, hier, mein Bus, mein Weißer, ja. Nochmal so schön ein bisschen auseinandergerupft. Zum Diagnostizieren und hier wieder angeschlossen, ne, dass ich hier wieder alles schön manipulieren kann. Gerade auf 72 Grad eingestellt. Na, machen wir mal runter auf 60. So. Und dann machen wir mal die Zündung an. Läuft. Alles sehr, sehr interessant. Also, wie gesagt, wir haben hier 68 Grad. Stimmt ja eigentlich nicht. In Wirklichkeit ist der Motor relativ. Also, ich spanne euch hier auf die Folter, aber ey, echt, so lange wie ich hier dran gearbeitet habe, müsst ihr mir das mal gönnen. Also, wir sehen hier, original Motorsteuergerät, bla bla bla, drin. So, wir haben 50 Grad. Und wie gesagt, das Ding hat ja nie Probleme gemacht, aber ich habe hier was verändert und jetzt kann ich den. Jetzt kommt der Fehler. 54, 55, 60, 83 und aus. Ey, ihr werdet es nicht glauben, was das ist, aber das war die Zündspule. Und nicht mal die Verkabelung der Zündspule, sondern einfach nur die Zündspule. Und ich kann das einfach komplett nicht verstehen, warum das die Zündspule ist, weil ich die getauscht habe. Aber ich begreife das nicht. Also die habe ich bei dem Bus hier getauscht, die habe ich bei dem anderen Bus, den ich da an den Finger hatte vor ein paar Jahren, vor mittlerweile 3 Jahren, da habe ich die getauscht. Aber offenbar habe ich die immer nur gegen eine andere kaputte getauscht. Also aus meiner Scheiß-Sammelsuriumskiste hier. Und jetzt hatte ich hier. Ich bereite. Also, mir fehlen wirklich die Worte. Ich habe jetzt hier. Naja, wie gesagt, ihr habt ja gesehen, was ich hier alles mit dem Kabelbaum gemacht habe. Ne? Ich hoffe, ihr habt nicht vorgespult und habt euch das alles schön angekickt und mit mir mitgelitten. Das hier quasi alles rausgemacht. Und war jetzt dabei, nachdem ich sozusagen. Alles, was sozusagen nur. Vom Motorsteuergerät hier Richtung Sensoren ging. Das quasi halt alles abgearbeitet, konnte nicht gewesen sein. Und dann, ja, war jetzt das nächste, um das ich mich gekümmert habe, war die Verkabelung der Zündspule. Und da habe ich dann halt, wie man hier am Kabelbaum sieht, quasi, das ist die Zündspule. Ne, hier ist die Zündspule. Und dann halt quasi erstmal den Zündungsplus neu gezogen bis an die Zündspule ran. Dann habe ich die Masse, eine richtige sozusagen Karosseriemasse oder Batteriemasse, direkt auf die Zündspule gegeben und dann halt direkt das Motorsteuergerät mit der Zündspule verbunden. Und der Fehler war immer noch da. So, und dann dachte ich, naja, vielleicht ist der ja, vielleicht liegt es ja daran, dass die Zündspule an der Karosserie ist und dass da irgendwie so ein Störsignal entsteht, aber. Weil das hier alles eine ganz schöne Gewürge ist, quasi da diese Schraube überhaupt rauszubekommen, dachte ich, naja, dann machst du doch, schließt du dir jetzt doch mal eine andere Zündspule an. So, also gehe ich hier in meine Sammelsuriumskiste und greife glücklicherweise eine nagelneue Zündspule. Also hier von ATEC. Da dachte ich erst, dass da ATE drauf steht. Habe ich mich gefreut und gehe genauer hin. ATEC, naja. Die wissen schon, warum sie blau-weiß sind und sich ATEC nennen. Ne? Damit man schön denkt, man hat ATE-Teile. Naja, wie auch immer. Die ist halt original eingepackt gewesen. Nagelneu. Ja, hier so, bumm. Und ich weiß nicht, wo sich hier in meinen Katakomben der T4-Teile noch die anderen, mindestens zwei weiteren Zündspulen befinden, die ich getestet habe. Aber die müssen hier irgendwo sein. Also, das wäre die Wege auch nochmal durchmessen, wenn ich die finde. Also, mindestens eine ist hier auf jeden Fall noch. Und, naja, weil ich die.
Also ich begreife das nicht. Ich habe natürlich wirklich nie meine Zündspule von meinem Weißen ausgebaut und in die jeweils anderen eingebaut. Weil warum auch? Das sozusagen, der Zündfunke ist da, das läuft alles wunderbar. Das war ja nur dieses Problem mit den 90 Grad. Und ich weiß nicht, was da jetzt elektrotechnisch in dieser scheiß Zündspule vorgeht, aber was auch immer das ist, es produziert ein Störsignal, was eben dazu führt, dass das Ding bei 90 Grad aussteigt. Also, das ist mir. Ich begreife das überhaupt. Ich konnte das nicht glauben. Ich habe das hier fünfmal hin und her gewechselt. Immer wieder der gleiche sozusagen Effekt. Fehler weg, Fehler da, Fehler weg. Und dann, naja, jetzt habe ich halt hier die defekte Zündspule nochmal bei mir dran gehangen. Und auch nicht mal mit der Karosserie verbunden, sondern die sozusagen liegt da jetzt einfach nur so lose drin. Ja, und jetzt mit ihm halt den Fehler hier auch. Das ist doch wirklich nicht zu. Also, das ist doch zum Mäusemelken. Also, ich meine, wir hatten die Zündspule damals ja wirklich auch nur wechselt, eben weil man ja alle einfach so wechselt, ne? So nach dem Motto, wenn man jetzt, wenn man nicht mehr weit, Teile weiß, Teile weit, wo, wechselt man halt alles. Ja. Ey, aber. Ey, ich tausche, glaube ich, nie wieder was gegen den gebrauchte Teil. Und selbst dann, also ich meine, wer weiß denn, ob man dem Neuen auch vertrauen kann? Weil, ganz ehrlich, ich bilde mir so ja ein, dass die Zündspule, die ich damals getestet habe, dass die auch nicht gebraucht war. Auch irgendwie, irgendwas Billiges für 15 € wahrscheinlich. Aber, ey. Wirklich, ich zweifle an mir. Das kann nicht wahr sein. Ich wollte mal einen Typen sehen, der an sich zweifelt. Hier, so sieht er aus. Also, ja, das war's. Jetzt kann ich den Dreck wieder zusammenbauen. Ey, was ich hier an Teile drin gesteckt habe, um das rauszufinden, was ich alle gekauft habe. Den Kabelbaum für 150 €. Die Motorsteuergeräte. Also, das ganze Diagnosekram, den ich so vorher nicht hatte, dann habe ich mir Diagnosekabel noch und nöcher gebaut. Irgendwelche Krimzangen, damit ich irgendwie vernünftig auf die Terminals sehen kann. Ey, und dann ist das die Scheiß-Zündspule? Also. Boah. So, jetzt erstmal Pause, mal kicken, weil ich gleich noch was sage. So langsam habe ich mich von meinem Schock ja erholt. Also, ich habe gerade nochmal das T4-Wiki konsultiert, weil da gibt es ja diese Bardis-Liste und dann, wenn ich die nicht richtig abgearbeitet hätte, das wäre mir ja unangenehm, ne? So, aber, tja, ich habe das alles abgearbeitet und ich habe das ja auch alles ursprünglich durchgemessen und die Werte, die stimmen. Du sollst zwischen der Klemme 1 und 15, das sind die beiden hier, einen Wert zwischen 0,5 und 0,7 Ohm haben. Was habe ich? 0,7 Ohm bei der kaputten, bei der ollen und 0,7 Ohm bei der neuen. Dann gibt es einen Wert zwischen der Klemme 1 und der Klemme 4. Also das hier ist die Klemme 4. Ja. Und da soll der Wert zwischen 0,3 Kiloohm und 4 Kiloohm liegen. Und wo ist er? Bei 3,7 Kiloohm. Hier, die haben alle 3,7 Kiloohm. Und interessanterweise, die Jute, die wo den Fehler nicht produziert, die hat hier über 5 Kiloohm. Also insofern sind die Werte da, die da im Wiki stehen, stimmen nicht. Allerdings steht im Wiki auch dabei, dass die Werte abweichen können. Wo die Werte allerdings wirklich extrem abweichen, weil das ist ja hier marginal, die Abweichung. Wo die Werte allerdings extrem abweichen, ist hier oben. Aber da steht nirgendwo in irgendeinem Wiki was. Also zwischen Klemme, ich hab das Ding ja hier nochmal, also zwischen Klemme 1 und 3, die beiden äußeren, zwischen Klemme, nee Quatsch, zwischen Klemme 1 und 2, also da wo Masse ist und da wo das eigentliche Zündsignal rauskommt, da habe ich bei der alten keinen Durchgang im Megaohm-Bereich. Also gibt es einfach ja keinen Durchgang. Während die neue, die funktionierende, hat da 4 Kiloohm. So, dann haben wir zwischen Klemme 1 und 3 und zwischen Klemme 1 und den beiden Kontakten
bei der alten jeweils 470 Kilo um, was ja eine Menge ist, vor allem im Vergleich zu der neuen, die bei allen diesen Verbindungen gerade mal 3 Kilo um hat. Dann haben wir die Verbindung 2 zu 3. Da haben wir bei der alten 5 Megaohm. Das ist ja fast kein Durchgang. Und bei der neuen nur 1,4 Kiloohm. Und das zieht sich dann hier quasi weiter runter. Also, ich weiß noch nicht, was ich daraus mache. Da müssen wir jetzt im Forum mal beschließen, was da die richtigen Werte sind. Am besten messen jetzt mal alle fleißig ihre Zündspulen aus, damit wir da so einen Wert haben, der irgendwie, der stimmen muss. Aber wenn die Werte so aussehen, dann ist schlecht. Da ist das Elend wieder zusammengebaut, ne? Hehe, wer hätte das gedacht? Alles wieder da drin, alles läuft. Das Ding halt hier noch angeschlossen, damit man hier nochmal das letzte Mal ein befriedigendes Mal sehen kann, wie er von 48 Grad auf 113 Grad umspringt und dann nichts ausgeht. Ah, wie geil, wie geil. Wirklich, man kann sich ja nicht vorstellen, was das für ein befriedigendes Gefühl ist. Na, jetzt läuft er hier ohne Manipulation. Schön, schankt er zwischen 90 und 94 Grad. Die Lambda-Sonde arbeitet genau so hübsch, wie sie soll. Alles ist wunderbar. Das ist auf jeden Fall mal ein befriedigendes Gefühl. Das Ding liegt jetzt zwar noch, aber das ist nicht mehr angeklemmt. Alles hier jetzt original. Original. Also wieder eine Woche ist vergangen, aber ich hatte auf jeden Fall noch mal lange Zeit, darüber nachzudenken, was eigentlich bei der Diagnose schiefgegangen ist oder was da schiefgegangen sein könnte. Und natürlich auch zusätzlich noch mal in meinen Kisten zu kramen nach den Ersatzteilen, die ich irgendwie ausprobiert habe, um die durchzumessen. Also erstmal will ich sagen, dass die Werte halt wirklich alle 1A waren, die ich da gemessen habe. Also, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Alle Werte, die man irgendwie finden kann, wie die Zündspule aussehen soll, waren genau in dem Rahmen, wo sie hätten sein sollen. Also, das hat mich quasi davon abgehalten zu glauben, dass da irgendwie was an der Zündspule nennenswert kaputt sein kann. So, dann hat die ja auch 1A funktioniert, ne? Man kann ja da mit dem Wagen problemlos 160 über die Autobahn heizen, solange wie man dem nur vorgaukelt, dass er nicht 90 Grad hat. Und dann geht der auch nicht aus. Und also wieso sollte man von daher irgendwie darauf kommen, dass das irgendwie sein könnte? Und tja, also da habe ich halt überlegt und überlegt, ne? Und was dann während der Diagnose passiert ist, das ist einfach so ein, da habe ich einfach jetzt so ein Schwein gehabt, dass ich das gefunden habe. Das hätte ich einfach wieder übersehen können und ich hätte auch auch an dem Punkt das immer noch nicht wissen können, weil der einzige Grund tatsächlich war, warum ich diese Zündspule nochmal gegen die neue getauscht habe, war der. Jetzt muss ich mal die Kamera umschalten. Und zwar ist es das so, dass die bei den T4s sind die Zündschrauben, bin mir nicht sicher, ob das bei allen Baujahren so ist, aber auf jeden Fall bei dem hier ist das so, sind die mit so Torx-Schrauben mit relativ großen Köpfen irgendwie links und rechts an die Zündspule dran geschraubt. Und man braucht quasi einen Torx, der hier sozusagen so lang ist. Da gibt es extra bei diesen Zündspulungen diese Aussparung, dass man da mit einem langen Torx irgendwie dran vorbeikommt. Und genau, und das ist immer, ich habe irgendwo so einen Torx, aber ich habe ihn auch diesmal nicht gefunden. Das war so ein bisschen eigentlich auch mein Glück. Und die meisten Leute haben so einen langen Torx nicht, sondern die haben nur einen kurzen. Und wenn man den kurzen Torx da drauf macht, dann ist es so eng an der Zündspule, dass man da irgendwie den Schraubenschlüssel mehrfach ansetzen muss, um das irgendwie vernünftig rauszubekommen. Und noch dazu sind die Schrauben dann in der Regel relativ fest. Man will sich die also nicht verwürgen. Und genau das war quasi jetzt der Grund, wieso ich die Originale, die da drin war, gegen diese Artec hier getauscht habe, die jetzt funktioniert und ohne Probleme funktioniert. Und der Witz ist jetzt, dass ich diese Zündspule, die ich da noch in meiner Kiste drin zu liegen hatte, in neu,
dass ich die ja im Grunde genommen nur angeschlossen habe, weil ich wissen wollte, ob es nicht eventuell einen Kurzschluss zwischen der Zündspule und der Karosseriemasse gibt, weil die ja da drauf geschraubt ist. Und hätte ich jetzt den Zündschlüssel, den passenden Torx gehabt, dass ich das da vernünftig hätte sofort abschrauben können, hätte ich das auch gemacht, hätte nicht die neue Zündspule genommen, der Motor wäre weiterhin ausgegangen. Und dann hätte ich gedacht, gut, das ist es nicht und wäre quasi sozusagen im Kabelschrank, hätte weiter angefangen irgendwie das Phantom zu suchen, das Phantom der Opa im VW-Bus und wäre natürlich da zu überhaupt nicht gekommen. Und wie ich ja schon vorher mal meinte, sozusagen in diesem Video, hatte ich diese Zündspule ja getauscht gehabt. Und wie gesagt, mehrfach getauscht, also mindestens gegen eine andere brauchte, aber auch auf jeden Fall mindestens gegen eine neue. Und wie gesagt, ich in meiner Sammelsuriumskiste jetzt gesucht, weil ich dachte, ich werde wahnsinnig und ich kann doch nicht so blöd sein. Und jetzt kommt der absolute Hammer, ja. Also, nochmal umschalten. Also, das hier ist die Zündspule. Die Scheiße ist, die diese Werte hier macht mit dem Mega-Ohm und nicht vernünftiger Durchgang, wo der Wagen irgendwie immer aussieht. Ja, so. Da steht Bremi 11.8.93 und hier mit so einem Datum. 20.09.21. Das steht da drauf. Das ist die Zündspule, die ich von demjenigen, von dem ich das Auto hier hatte, der das Auto übrigens mittlerweile nicht mehr wiederhaben will, also der hat mir das quasi verkauft, weil das alles so lange gedauert hat, mit der Reparatur will er das halt eben auch nicht wiederhaben. Und steht also zur Verfügung, wenn er den haben wollt, dann ist ein schöner Bus. Sozusagen, das war die Zündspule, die quasi mit dem Bus gekommen sind, ist, die dieses Problem hatte. So, ich also in meiner Sammelsuriumskiste gekickt und gerade eben nochmal natürlich alles ausprobiert und habe diese nagelneue Zündspule da gefunden. Und das ist auch die, mit der ich das getestet habe. Ja, also eine nagelneue Zündspule von mir mal irgendwann erworben und liegt jetzt quasi da schon seit längerer Zeit irgendwie drin. Aber wie man sieht hier, 1A Zustand. Und wie man ja auch an der sehen kann, ist das sozusagen so, wie die aussieht, ist die ja relativ neu. Ja. So, wollen wir mal jetzt hier kicken, was da drauf steht. Bremi 1893 mit dem Datum. Gucken wir mal hier. Bremi 1893 mit einem sehr, sehr ähnlichen Datum. Ja, also irgendwie 3 Monate vorher ist die hier offenbar. Und man glaubt es nicht, diese scheiß Zündspule produziert wirklich den exakt gleichen Fehler wie diese da. Das ist sozusagen, das ist das, was mich ins Boxhorn gejagt hat. Und das ist halt wirklich so ein Ding, das gab es halt, also wie gesagt, im Angebot gibt es die immer mal wieder für 15 Euro. Vielleicht kosten sie auch mal 30, aber die ist wirklich sehr günstig. Und die scheint ja auch bei allen anderen T4s irgendwie unproblemlos zu funktionieren, ne? Also wenn du die irgendwie in den Vierzylinderinnen machst, wenn du offenbar ein neueres Baujahr hast oder nochmal ein Motorsteuergerät mit einem anderen Code, scheint das irgendwie nicht so eine großen Probleme irgendwie sowas zu machen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, wie gesagt, der fährt ja, aber die erzeugt irgendwie ein Störsignal, was halt eben dieses Motorsteuergerät aussteigen lässt. Und ich habe die gerade schon mal nochmal durchgemessen. Habe jetzt die Werte zwar noch nicht aufgeschrieben, mache ich aber gleich nochmal und das kommt dann ins T4-Wiki, was die Werte von der sind. Aber die sind hier sozusagen ähnlich scheiße. Also sozusagen hier auch irgendwie keine Verbindung und die Ohm-Werte irgendwie deutlich zu hoch und im Mega-Ohm-Bereich und so. Also wie gesagt, das Ding produziert wirklich exakt den gleichen Fehler. Und wenn ich nicht durch einen absoluten Zufall diese andere ATEC-Zündspule gehabt hätte, dann hätte ich das nie rausgefunden. Ich wäre sozusagen jetzt hier dem Phantom wirklich noch weiter nachgegangen und hätte dann angefangen, die Leitung nochmal zu den einzelnen Relais irgendwie zu tauschen und ach naja, was doch immer, was mir da noch so alles eingefallen wäre, was mir zum Glück nicht mehr einfallen musste. Und ich kann einfach echt total nachvollziehen, wieso auch die anderen Leute, die dieses Problem haben, den Fehler nicht gefunden haben. Weil die,
Naja, wenn du da schon so viel Zeit und Arbeit irgendwie in den Bus drin gesteckt hast und du findest diesen Fehler nicht und du kommst ja nicht, du hast ja nicht, der macht, ist ja nicht begreiflich, dass das Problem die Zündspule sein könnte. So, und dann gibt's ja diesen alten Trick mit Teileweitwurf, dann tauscht man halt eben einfach nochmal trotzdem alles, was eigentlich nicht sein kann. So wie ich ja, weil ich glücklicherweise noch so einen Leermotor hatte, wo so eine, na, wo das Ding hier, die Einspritzleiste irgendwie dabei war, die ja auch irgendwie 500 € kostet, wenn du die irgendwie nicht hast, ja. Weil jedes einzelne Einspritzventil irgendwie ein Hunderter ist mittlerweile. So, und also ja, habt ihr ja gesehen, dass ich das auch getauscht habe und dass es das nicht war. Und natürlich, wenn dann all die anderen Jungs und vielleicht war ja auch ein Mädel dabei, wer weiß, die das ausprobiert haben, die werden alle schön bei ihrem Shop des Vertrauens die billigste Zündspule geholt haben. Weil, ne, dann weiß man ja, dass die neu ist und wenn der Wagen angeht, dann kann die ja nicht kaputt sein. Und dass das Ding ab Werk Werte hat, die so scheiße sind, dass das Motorsteuergerät anfängt da zu spinnen, wenn mit den Werten, die die hat. Also was auch immer da für Frequenzen entstehen durch die Spule, ne? Also sozusagen eine Störfrequenz, die das Ding ja eindeutig irgendwie produzieren muss, entsteht ja durch eine Kombination aus einem widerstandenden Kondensator und einer Spule, ne? Da hast du sozusagen dann so einen Schwingkreis und der macht dir halt irgendein Signal. Wahrscheinlich könnte man das hier mit dem Oszilloskop, mit einem Juden-Oszilloskop auch irgendwie nachvollziehen. Und dann hast du natürlich du hast diese Spule, die ist ja an sich schon eine Spule, dann hast du die Leitung an sich, die ist dann halt der Widerstand. Und halt, wenn die Leitung lang genug ist, dann bildet die Leitung halt eben auch so einen Kondensatoreffekt, ne? Also, tja. Nun ja, was gibt es da noch zu glauben oder nicht zu glauben? Also, das Problem ist gelöst. Halleluja, Amen rufen wir an den lieben Gott im Himmel, den es nicht gibt. Wenn es ihn geben würde, der mal gefälligst hätte die Antwort schon vorher rausrücken können, was hier das Problem ist. Also, gut, der Bus ist fertig, der wird jetzt nochmal schön zusammengebaut. Kriegt nochmal ja, alles das, was er braucht, dass er wieder verkauft werden kann. Hat ja noch TÜV. Ne? Also wenn irgendjemand hier so ein scharf ist auf einen Bus, wo man zwar auch noch ein bisschen Liebe drin stecken muss, aber wo vom Motor her alles so was von maximalen Ordnung ist, wie es nur maximal sein kann. Und der ansonsten eigentlich an und für sich ganz gut gepflegt ist und die eine oder andere Roststelle hat, dann kann er sich gerne zeitnah bei mir melden. Aber wenn das Video jetzt schon 3 Jahre online ist, dann bitte ich vielleicht davon Abstand zu nehmen, mich wegen dem Bus nochmal anzuschreiben, ob ich den nicht eventuell noch verkaufen will. Gibt nämlich so einen anderen YouTube-Kanal, den ich noch habe, wo ich immer, wenn ich ein Auto verkaufen will, also quasi so seit 20 Jahren, immer wenn ich mal alle paar Jahre ein Auto verkaufe, dann lade ich dann ein Video hoch, wo ich eh mal so rumgehe, dass die Leute das dann sich anklicken können, schon mal so vorher mit Video, bevor sie irgendwie kommen und mir meine Zeit stehlen und das dann doch nicht haben wollen, weil sie irgendwelche Sachen nicht gesehen haben. Das ist immer ganz praktisch, aber das will ich nicht auf meinem Erklärbär-Video-Kanal haben, deshalb habe ich da einen eigenen YouTube-Kanal für. Und das ist wirklich beeindruckend, wie Leute mich halt regelmäßig da anschreiben von Autos, die ich irgendwie vor 12 Jahren das Video hochgeladen habe, ob ich den nicht noch verkaufen will. Also, was denken die denn? Also, selbst wenn ich den nach 12 Jahren noch hätte, würde der ja auch nicht mehr so aussehen, wie der das. Naja, wie auch immer. Die Stimmung wird besser, wie ihr merkt. Der Fehler ist gefunden. Also, und vor allem weiß ich jetzt eben auch, dass das nicht meine Blödheit war, sondern dass das einfach wirklich eine Verkettung von unglücklichen Umständen war und im Grunde genommen das jetzt wirklich ein Zufall. Eigentlich war es ja trotzdem noch ein Zufall, dass ich es gefunden habe. Das hätte jetzt einfach an der Stelle auch richtig in die Hose gehen können und ich hätte das wieder übergehen können. Nun ja, ich hoffe, ich habe mich nicht zu viel wiederholt. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Entertainment bieten können zu dem eigentlichen Problem und ich hoffe, ich habe auch den einen oder anderen Busschrauber dazu motivieren können oder werde ihn in der Zukunft motivieren, sozusagen keine Angst hier vor dieser Fahrzeugelektrik zu haben und das irgendwie so alle durchzugehen. Also das ist alles kein Hexenwerk, gerade bei den älteren Modellen. Die neueren T4s, gerade so, wenn die so viel Sonderausstattung haben, ist alles ein bisschen komplexer. Aber grundsätzlich ist das alles kein Hexenwerk, findet man alle draus und ja.
Danke für die Aufmerksamkeit. Bitte guckt euch gerne nochmal das T4-Forum an, den passenden Beitrag dazu, habe ich da irgendwie verlinkt. Da steht nochmal alles im Detail, alle Werte und so weiter. Aber naja, im Grunde genommen, Leute, kauft euch eine vernünftige Zündspule, tauscht die und das Problem ist weg. Na dann, bis zum nächsten Mal.